Hallo, herzlich willkommen bei Annelies, das blaue Mikrofon. Annelies fragt zu Europa. Herzlich willkommen, Jens, hier zu unserer Gesprächsrunde. Ja, hallo Arne. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich auch. Jens Geier ist haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Europagruppe. Und ich möchte dich fragen, Jens, wir haben heute etwas verabschiedet, nämlich den mehrjährigen Finanzrahmen. Was ist das und wie groß ist das Budget der Europäischen Union? Also der mehrjährige Finanzrahmen, der beschreibt immer für 7 Jahre. Und wir reden jetzt über die Jahre 2021 bis 2027. Wie viel die EU maximal ausgeben darf, ungefähr wofür und wo es Geld herkommt. Also wir denken uns hier den Haushalt nicht aus, wir würfeln den auch nicht, sondern wir stecken in einem engen Korsett. Und wie dieses Korsett aussehen soll, da hat das Europäische Parlament heute einen Vorschlag gemacht. Wie groß ist ungefähr der Rahmen, dass man sich vorstellen kann, wie viel Geld hat denn überhaupt, wie groß ist der europäische Topf? Also in diesem Jahr reichen wir 144 Milliarden Euro an Zahlungen raus. Das ist weniger, damit man mal eine Dimension hat, als zweimal der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen. Der liegt bei 76 Milliarden. Wenn man das verdoppelt, ist man bei mehr als 144. Ist ein Haufen Geld, aber viele Leute glauben halt, weil die EU größer ist als Deutschland, wäre auch der Haushalt größer als der deutsche. Das stimmt nicht. Was haben wir heute verabschiedet? Was soll neu sein aus Perspektive des Europäischen Parlaments gegenüber dem letzten Haushalt? Also zunächst mal, der letzte ist befasst worden von einer damals noch christdemokratisch-liberalen deutschen Regierung. Die waren sehr stolz darauf, dass die den jährlichen Haushalt der Europäischen Union auf den Betrag von maximal 1% des Bruttonationaleinkommens gedrückt haben. Das heißt, der jetzt laufende mittelfristige Finanzrahmen, der damals verabschiedet worden ist, ist zum ersten Mal kleiner geworden als im Vorjahr. Damit kommen wir vorne und hinten nicht klar. Kein Mensch hat die Situation mit den Flüchtlingen vorhersehen können. Kein Mensch hat die vielen internationalen Spannungen vorhersagen können. Kein Mensch hat voraussehen können, dass wir mehr zur Bekämpfung von Fluchtursachen, Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei tun müssen. Und alle finden, wir müssen mehr für Jugendmobilität tun. Alle sagen, wir müssen mehr für Innovation tun. Alle sagen, wir müssen mehr für Forschung tun. Alle wollen, dass Frontex die Grenzen besser bewacht und so weiter und so weiter. Nur das gibt es nicht für lau. Also haben wir mal untereinander geschrieben, was das alles bedeuten könnte, einen Strich drunter gemacht und gesagt, wie viel Geld es für so ein Europa denn benötigen würde. Genau, wie ich mitgekriegt habe, liegen wir bei 30% mehr als im letzten Haushalt. Ich finde das natürlich spannend, dass gegenüber 20%, 30% für Klima ausgegeben werden soll, für Klimathemen. Ich mache Klimadiplomatie. Wo könnten wir denn Geld zusätzlich für diesen europäischen Haushalt herbekommen? Welche Ideen sind da jetzt besprochen worden und worauf könnte es hinauslaufen, auch mit den Mitgliedstaaten und der Kommission? Also lass mich erst mal sagen, 30% mehr als bisher ist, klingt wie ein wahnsinnig großer Schluck aus der Pulle. Deswegen habe ich vorher gesagt, dieser mittelfristige Finanzrahmen ist geringer als der davor. Wenn wir auf 1,08 gingen, also 8% mehr, dann wären wir da, wo wir vorher gewesen sind. Und man soll sich das mal so vorstellen wie so eine Tarifforderung. Also wir gehen hoch ran, mit einer begründeten Forderung und wissen aber, das wird nicht so hoch werden. Wo kriegen wir Geld her? Also damit wir jetzt nicht dem armen Olaf Scholz als unserem Bundesfinanzminister schlaflose Nächte bereiten, gibt es ein Mittel, dass man zusätzliches Geld für die Europäische Union findet. Das nennt sich neue Eigenmittel und das könnte zum Beispiel so funktionieren, dass wir endlich mal die Finanztransaktionssteuer durchsetzen und denjenigen, die uns so viel Schlägereien gemacht haben mit ihrem in den Banken, indem sie auf wertlose Papiere gewettet haben, dass wir denen mal den Spaß verderben und auf Finanztransaktionen eine Steuer erheben. Die könnte man, das müssen die Mitgliedstaaten verabreden, die könnte man dann zum Beispiel am Ende sagen, die geht komplett in den EU-Haushalt und schon wären wir ungefähr 40 Milliarden reicher. Und das wäre ein richtiger Schluck aus der Pulle, mit der können wir auch mehr Klimaschutz machen, auch international. Ganz herzlichen Dank, Jens. Das ist ja ein Initiativbericht gewesen, den wir heute verabschiedet haben. Die Kommission legt das jetzt vor im Mai. Das heißt, wir diskutieren das weiter. Von daher bleiben Sie dran. Verfolgen Sie Jens Geier, die SPD-Europagruppe.
auf Social Media mit, gerade zu dem Thema, über die Webseiten. Oder bringt euch ein, fragt nach und fragt auch eure Abgeordneten vor Ort in euren Bundesländern. Herzlichen Dank, Jens, und viel Erfolg bei den Verhandlungen. Danke. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss.